Das ist ja auch das Schlimme, was du heute hast, wenn du mit so Jugendlichen sprichst. Da ist so ein 25-Jähriger und der hat Angst vor dem Burnout. Der hat noch nicht mal gebrannt. Ja? Da redet der von Work-Life-Balance, Work-Life-Harmony und so einem Scheiß. Da denkst du, Junge, mach erst mal ein bisschen Alarm da draußen. Oder auch international, das war ein Vortrag in London vor 3000 Leuten. Der Grund, warum ich darauf stolz bin und warum ich das auch immer wieder hier so zeigen möchte, ist folgendes: Ich halte heute Vorträge in Englisch in verschiedenen Ländern, je nachdem, wo es gebraucht wird, kriege dafür auch gutes Geld, hatte aber in der Schule eine 5 in Englisch. Und die Message, die ich damit verknüpfen möchte, ist einfach: Ich glaube, es ist nicht wichtig, wo man hergekommen ist, sondern wo man hingeht und was man an Einsatzbereitschaft mitbringt. Das heißt also, es ist nicht wichtig, dass man einfach jetzt schon die besten Voraussetzungen hat, Top-Elternhaus, alles auf der Schule richtig auf die Reihe gekriegt hat, weil in der 10. Klasse drohte ich sogar sitzen zu bleiben. Ich glaube, man muss irgendwann einfach nur mal für sich entscheiden, wo will ich hin und dann einfach mal Gas geben. Und es ist halt eben auch so, man kann auch in der Schweiz einen Vortrag halten, wenn man kein Schweizerdeutsch spricht, weil es irgendwie funktioniert. Und manchmal ist Anfangen wichtiger als perfekt planen. Und das ist eben das, was ich auch gerade bei Juniorverkäufern häufig erlebe. Die fühlen sich immer noch nicht bereit für den nächsten Kunden oder für den ersten Kunden, je nachdem, wo sie stehen. Aber wenn ihr euch nicht in die Situation begebt, dann ist es natürlich auch schwierig, die Erfahrung zu sammeln. Weil man muss nicht großartig sein, um zu starten, aber man muss starten, um großartig zu werden. Und das ist das, was viele eben unterschätzen. Jetzt geht es ja heute um das Thema Vertrieb, weil gegen Grillen habt ihr euch entschieden, wobei ich Grillen auch sehr empfehlen kann. Vom Prinzip ist es so: Man kriegt im Leben ja nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele Leute gar nicht ausreichend vorbereitet sind. Viel zu viel wird dem Zufall überlassen. Und es gibt eben Menschen, die kriegen immer alles irgendwie geregelt, die stoßen immer auf Lösungen und finden immer wieder kreative Wege voranzukommen. Und es gibt andere, die reisen um die ganze Welt und egal wo die ankommen, die treffen immer nur schwierige Menschen. Und die merken immer nur, was nicht funktioniert, schaffen aber die Reflexion nicht zu erkennen, wo das vielleicht ursächlich herkommt. Und was ja viele, gerade wenn sie extrem hohe Fachkompetenz haben, leider immer wieder unterschätzen, ist: Den Auftrag bekommt nicht der, der besser erfüllt, sondern der, der besser verkauft. Weil der Kunde weiß ja nicht, was sie am Ende tatsächlich für den tut in allen Details. Weil wüsste er das, würde er ja euren Job machen. Das heißt, wenn der Kunde mit mehreren Anbietern spricht, hat der Kunde ja eine Angst. Der kauft ja nicht, was er will, sondern der kauft ja das, wovor er am wenigsten Angst hat. Und was er dann nur bewerten kann, ist ja eure Performance im Gespräch, euer Auftreten, eure Art, mit dem Kunden zu kommunizieren. Und da wird aus meiner Sicht häufig nicht genug Wert drauf gelegt. Da werden die ganzen Fakten präsentiert, da werden die Berechnungen präsentiert, aber das versteht der Laie ja häufig gar nicht. Ihr sitzt da stundenlang, bereitet irgendwelche Vorschläge vor für den Kunden, dann sitzt er da, dann hat er da eine Dreiviertelstunde Zeit, guckt sich das an und denkt, keine Ahnung, wovon er redet, und den Typen mag ich auch nicht. Und dann kriegst du auch keinen Abschluss. Aber es gibt eben Situationen, und ich verkaufe ja immer noch komplexe IT-Systeme, manchmal in einem einzigen Termin. Und dann fragen mich die Kollegen immer so aus der Branche, sagen, wie machst du denn das? Du hast ja gar nicht so viel Zeit. Sag ich, genau, deshalb muss ich den Abschluss auch in einem Termin machen. Ich gehe da nur einfach hin, sag mal deinen Vornamen oder Nachnamen. Nachnamen? Pascal Harder. Wie? Pascal Harder. Harder. Dann sage ich, Herr Harder, passen Sie auf, wir sind ja jetzt heute hier zusammengekommen, um über Ihre IT-Anlage zu sprechen. Lassen Sie uns nicht über die Details reden, das ist langweilig für Sie, das ist langweilig für mich. Erzählen Sie mir einfach nur, wo stehen Sie mit Ihrem Unternehmen heute, wo möchten Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren hin, und dann gucke ich, wie ich Sie dabei unterstützen kann. Und dann führen wir Gespräche in dem Kontext, den er versteht, und ich entscheide dann, was er davor braucht. Und am Schluss frage ich ihn dann einfach ganz einfach nicht, brauchen Sie einen Server mit einer super Redundanz und was weiß ich, dann sage ich, schauen Sie, Sie können entweder eine Kiste kaufen, auf der wir arbeiten. Wenn die ausgeht, können Sie nichts mehr machen. Oder wir kaufen 2 Kisten. Dann, wenn die eine ausfällt, haben wir noch eine zweite. Möchten Sie eine Kiste oder 2 Kisten haben? Und dann sagt der Kunde, 2 ist wahrscheinlich teurer. Sage ich, das ist richtig. Grundsätzlich ist aber so, ist nicht doppelt so teuer, sondern ein Vielfaches teurer, weil das anders lizenziert werden muss. Wir können aber auch Folgendes machen: Wir können an diese Kiste, wo Sie drauf arbeiten, eine kleine Kiste dran schließen, wo wir die Daten sichern. Und wenn dann dieses Arbeiten nicht mehr geht, dann spielen wir die Daten von hier einfach wieder zurück. Das dauert einen Augenblick, aber spart ihn halt Kosten, vor allen Dingen dann, wenn irgendwas passiert. Und dann ist es so, wie du jetzt machst, dann nickt er irgendwann und sagt, hey, das macht echt Sinn. Ich habe keine Ahnung, was in der Kiste drin ist, ich habe keine Ahnung, wo die Kiste herkommt, ich habe keine Ahnung, wie der die zusammenschrauben will. Das ist aber auch alles nicht deine Aufgabe. Und am Schluss kommt der Kunde und sagt, ja, ich nehme dann die linke Version.
Und dann mache ich mir ein Foto von dem Flipchart, schicke das per WhatsApp ins Büro und sage, einmal die linke Version. Und dann machen die alles fertig und dann läuft das. Aber dann sagt der Kunde hinterher, wenn ich dann manchmal mit dem noch nach dem Verkauf spreche, da sagt er, wissen Sie, Herr Simmons, Sie haben mich einfach überzeugt. Ich hatte das Gefühl, Sie haben ein Konzept. Und ich glaube, wenn ihr dem Kunden das Gefühl gibt, er muss an der Lösung nicht mitarbeiten, sondern ihr habt das unter Kontrolle und er muss nur einsteigen, dann ist das für den Kunden auch ein sehr entspanntes Gespräch. Weil viele Leute haben bei Verkauf immer die Herausforderung, oh, es ist so anstrengend. Ich finde, es ist gar nicht anstrengend. Man muss halt nur gucken, dass man aus dem Gespräch die Idioten entfernt. Aber weil es gibt halt Kunden, mit denen kannst du ja nicht zusammenkommen. Aber wenn du dann einfach so gut aufgestellt bist, dass du dann sagen kannst, der Kunde, mit uns beiden, das harmoniert hier nicht. Vielen Dank für Ihr Interesse, aber ich kann das leider nicht mit Ihnen durchführen. Dann gehst du einfach und hast du trotzdem einen guten Tag. Und wenn ich zum Kunden gehe, dann mache ich das ja noch ganz anders. Dann gehe ich dann dahin, sage dann als allererstes, jetzt, wenn es um meinen Kontext geht, sage ich, Herr Harder, Sie haben sich bei uns beworben, Kunde zu werden. Warum sollten wir Sie nehmen? Dann weiß der direkt mal, dass das hier nicht selbstverständlich ist, dass wir nicht mit jedem arbeiten. Und dann ist das genauso wie bei so einem Date. Dann versucht er sich in den besten Tönen darzustellen. Ja, wir sind das und wir sind total pflegeleicht und wir machen nie Stress und wir haben das nicht und wir haben das nicht. Aber das Coole ist, er verkauft sich selber, warum die Zusammenarbeit mit mir Sinn macht. Das heißt, ich brauche ihn gar nicht mehr zu überzeugen, sondern ich muss ihm irgendwann nur noch die Freigabe geben. Wenn er kurz unten rechts bestätigt, dass ich da gewesen bin, machen wir das möglich. Aber das ist halt der Knackpunkt, wenn man mal das Machtverhältnis ändert. Weil ein Gespräch auf Augenhöhe ist gut, aber wenn der sich bei dir bewirbt, hast du einfach eine bessere Verhandlungsposition. Gleichzeitig ist es natürlich dann auch von Vorteil, wenn du vielleicht noch, ich sag mal, eloquent genug bist, um auch mit dem Kunden in allen möglichen Facetten zu reden. Weil anfangs stellt er ein paar Fragen, aber wenn der dann für jede Frage eine richtig gute Antwort kriegt, dann nickt der irgendwann einfach nur noch, weil der denkt, okay. Und was ich ja so spannend finde, ist, der Auftrag bekommt immer der, der besser verkauft. Wenn der Kunde das will oder das will, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich bin ja als Verkäufer in der Lage, das Gespräch so zu führen, dass wir am Schluss beide das wollen, was ich für richtig halte. Und da kann man ja mit dem Kunden entsprechend dran arbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel du meinetwegen sagst, also ich möchte nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der auf Provisionsbasis bezahlt wird, dann sage ich, das ist absolut richtig. Das sehe ich ganz genauso. Für mich ist eine Honorarberatung das fairste Geschäftsmodell auf der Welt. Ich meine, sie gehen unabhängig in den Markt, sie schauen sich die unterschiedlichen Gesellschaften an, sie suchen das für den Kunden passgenaue Produkt raus. Und dann ist es eben so, dass sie nicht von irgendwelchen Incentives geleitet werden, sondern sie zahlen einfach nur für die Zeit und haben am Schluss einen Abschluss. Und der Versicherer, also der Vermittler auf Honorarbasis, der mischt sich auch nicht in den Kontakt ein. Das heißt, sie haben direktes Vertragsverhältnis mit der Versicherung, das ist doch für sie optimal. Und wenn der sagt, also wissen Sie, Honorarberatung finde ich blöd, weil unabhängig von dem, was da rauskommt, muss ich auf jeden Fall bezahlen, dann sage ich, da haben Sie absolut recht. Deshalb bin ich ein ganz großer Freund der provisionsorientierten Beratung. Das ist für mich das absolut fairste Geschäftsmodell. Schauen Sie, bei der Provision ist es so, ich muss Sie ja erstmal überzeugen, um Geld zu verdienen. Und natürlich, es gibt immer diesen einen Fall in der Presse, wo Leute sagen, Provisionen führen dazu, dass Kunden über den Tisch gezogen werden. Das mag Ihrem Nachbarn passieren, aber Sie sind doch viel zu intelligent, um sich über den Tisch ziehen zu lassen. Sie wissen doch, worauf es ankommt. Und wenn es mir gelingt, Sie zu überzeugen, dann ist es doch für Sie nur optimal, dass die Versicherung diese vertriebliche Arbeit übernimmt und Sie überhaupt keine zusätzlichen Kosten haben. Vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn Sie jetzt mit einem Honorarberater arbeiten würden, dann haben Sie ja die Situation, der tritt ja im Dialog mit der Versicherung offiziell gar nicht in Erscheinung. Der nennt das Unabhängigkeit, aber ich nenne das fehlende Kontrolle. Die Versicherung kann gar nicht steuern, ob der wirklich gute Arbeit leistet. Wenn ich aber regelmäßig mit denen arbeite, dann können die ja gucken, ob ich wirklich das tue, was ich verspreche. Und dann kann ich sie lange begleiten und immer wieder können wir zusammen den Vertrag anpassen. Deshalb ist eben Provision so fair, weil sie nur dann bezahlen, wenn ich sie überzeugen konnte. Okay. Und so machst du einfach für jede Situation irgendwas. Und dann sagt der eine, ich möchte mit Ihnen nicht über Altersvorsorge sprechen, Sie sind mir zu jung. Und dann kommst du mit einem guten Spruch und dann sagt er, Sie sind mir zu alt. Und dann nimmst du dieselben Argumente aus der anderen Perspektive und sagst, okay, natürlich habe ich mich vertan. Und das, finde ich, macht die Sache so spannend. Auswendig lernen ist Mist, das muss halt irgendwann aus dem Rückenmark kommen. Aber dafür muss man halt hart genug trainieren. Und das Problem mit dem Training ist, dass viele immer nur so lange trainieren, bis sie es irgendwann mal hinbekommen haben. Aber man muss es so lange trainieren, bis man es nie wieder falsch machen kann. Die müssen dich nachts wecken können und du wachst einfach auf und verkaufst dir noch schnell irgendwas. Dann ist das nicht mühsam. Ich glaube, es gibt eben hier diese Stellschrauben. Du hast immer die richtigen Leute an der richtigen Stelle, mit den richtigen Prozessen, mit den richtigen Systemen und die müssen in der Lage sein, dein Unternehmen, das Produkt und am Ende des Tages natürlich auch immer sich selber nach außen richtig professionell rüberzubringen. Und das ist eben die Herausforderung, an der häufig ja nicht aktiv genug gearbeitet wird. Für mich war jetzt in der Rückschau die Zeit bei der Vermögensberatung ganz schön übel.
Nicht für mich jetzt als Person, ich habe da jetzt nicht groß drunter gelitten, aber der Knackpunkt ist folgender. Du sollst da irgendwas verkaufen, du bist in so einer Struktur drin, du hast halt so einen Teamchef und der sagt dann zu seinen Leuten, ruft mal eure Bekannten an, macht mal hier Kontakte und Termine und so ein Zeug. Aber der hat häufig nicht, ich formuliere das jetzt vorsichtig, den Mut, das mal vorzumachen. Das heißt, du nimmst einen von der Schule oder vom Studium oder wo auch immer der herkommt, der hat noch gar keine verkäuferische Sicherheit, der soll mal Leute anrufen und irgendwelche Produkte vorstellen, die er nicht im Detail kennt. Bei den ersten Rückfragen kann der schon nicht mehr punkten, das heißt, der macht keine positiven Erfahrungen am Anfang und dann wundern die sich, dass er nach 6 Wochen nicht mehr da ist. Deshalb glaube ich halt, man muss als Führungskraft im Verkauf führen durch Vorbild. Wenn ich zum Beispiel Kaltakquise-Trainings mache, dann mache ich immer Folgendes, dann erkläre ich so 3 Stunden, wie das funktioniert, welche Systematik ich benutze, wie ich das alles mache. Und dann habe ich so ein Mikrofon dabei, so ein Bluetooth-Lautsprecher. Und dann setze ich mich hin, weil ich im Sitzen besser telefonieren kann. Und dann sage ich zu den Anwesenden, hör mal, wie heißt die Stadt hier? Und dann sagst du meinetwegen St. Gallen. Und dann sage ich, geh mal gerade bei Google und such mal St. Gallen, keine Ahnung, Dachdecker, Fliesenleger, Bäcker, mir scheißegal, und ruf mir irgendeine Nummer zu. Und dann rufst du mir die Nummer zu und dann rufe ich den hier live an. Und dann denken die Leute, boah, krass. Dann rufe ich den an und dann schreit er mich vielleicht an und dann sage ich, hören Sie, ich kann Sie gar nicht verstehen, da schreit einer die ganze Zeit. Und ein anderer, der legt vielleicht einfach auf und dann rufe ich wieder an, sage, Entschuldigung, wir sind gerade unterbrochen worden. Und da musst du einfach dranbleiben. Und am Ende des Tages machst du 5, 6, 7 Anrufe und dann irgendwann hast du einen dran und der sagt, ja, es ist in Ordnung, wir können den Termin gerne mal machen. Wenn euch das interessiert, ich habe so ein Video mal bei YouTube hochgeladen. Das heißt aber, vom Prinzip ist es halt so, die meisten Trainer sind viel zu nervös, um das vorzumachen, weil ich stehe ja als Trainer extrem unter Druck. Was ich aber zeigen möchte, ist, dass ich auch nicht mehr Erfolg habe, vielleicht 2, 3% besser, weil ich es ein paar Mal gemacht habe und mir fällt vielleicht noch ein besseres Argument ein. Aber der Knackpunkt ist doch nicht, dass du eine Strategie finden wirst, die dir bei 10 Anrufen 8 Termine bringt, sondern der Knackpunkt ist, dass dich alle die Leute nicht stressen, die nicht mit dir zusammenarbeiten wollen, sondern dass du da ganz entspannt rangehst und sagst, komm, wir legen wieder auf. Ich habe mal ein Training gemacht, da kam gerade das neue iPhone raus, damals war es das 8er. Da dachte ich, komm, wir rufen einfach Leute an und verkaufen den Ladekabel, mit denen man das iPhone 7 und das iPhone 8 laden kann. Einfach was total Belangloses, weil ich gesagt habe, Leute, es ist egal, wie blöd eure Sache ist, es ist nur das Programm im Kopf, was wir steuern müssen. Und wenn man das vernünftig macht, dann macht Vertrieb halt auch richtig Spaß. Für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Das heißt also, man muss irgendwas tun, was nicht alle machen, wenn man richtig erfolgreich werden möchte und manchmal vielleicht auch Wege gehen, die nicht jeder macht. Ich habe viele große Aufträge von großen Firmen bekommen, weil ich einfach mal Dinge gemacht habe, die sich keiner getraut hätte. Und hinterher haben sie gesagt, krass. Ich habe denen hinterher erzählt, wie ich das gemacht habe und dass ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, wie ich das hätte machen können. Und dann, Kurzfassung jetzt, dann haben sie gesagt, ja, aber hat doch wunderbar funktioniert. Und das ist halt das, was man machen muss. Man muss natürlich am Ende des Tages erfüllen, aber manchmal muss man sich auch erstmal ein bisschen aus dem Fenster legen, um erstmal überhaupt die Chance zu kriegen, zu erfüllen. Und ich glaube einfach, man wird im Prozess besser, nicht durchs drüber nachdenken. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Semmerot, du hast jetzt gestern ein Seminar gemacht. Ich habe in dem ganzen Seminar 3 Folien gezeigt. Weil ich habe gar keinen Bock, die zu machen. Ich habe auch keine Lust, die zu zeigen. Ich muss dann immer überlegen, welches war die nächste. Ich fange jedes Seminar gleich an. Ich sage, passt mal auf, sagt mir mal einfach, was wollt ihr heute lernen? Dann schreibe ich das alles hier drauf und dann machen wir nur noch das. Und dann ist irgendwann der Tag rum und dann sagen die, gibt es da eine Folgeveranstaltung voll? Das heißt also, vom Prinzip ist es halt so, wenn man wirklich weiß, was man da tut, dann kann man eben auf jeden Einzelnen individuell eingehen und gucken, wo steht der. Weil ich immer denke, wenn jeder nur einen ganz kleinen Schritt macht, dann ist ja die Gruppe in Summe schon eine ganze Menge nach vorne gekommen. Aber ein Großteil von dem Ganzen ist eben Einstellungssache. Mindset heißt es heute so schön. Die Problematik dabei ist, deshalb habe ich extra das Symbol rausgesucht, manche Leute verbringen mehr Zeit damit, insbesondere die Android-User, die Einstellungen ihres Telefons ständig zu überprüfen, anstatt mal die Einstellungen des eigenen Kopfes. Permanent wird irgendwas neu gemacht, aber hier denkt man, nee, komm, das mache ich einfach weiter so, das hat jetzt 20 Jahre funktioniert, das wird schon noch klappen. Und manchmal, je nachdem, das ist eben in der Versicherungsbranche nicht ganz so häufig der Fall, in anderen Branchen ist das schlimmer, dann rede ich mit den Leuten draußen, dann sage ich, und? Er sagt, ja, immer noch 10 Jahre, dann bin ich durch. Ich sage, durch mit was? Ja, dann bin ich in Rente. Ich sage, ja, das wäre für mich der absolute Albtraum. Wieso freust du dich da so drauf? Sagst du, ist doch jetzt schon schlecht. Das ist ja auch das Schlimme, was du heute hast, wenn du mit so Jugendlichen sprichst. Da ist so ein 25-Jähriger und der hat Angst vor dem Burnout. Der hat noch nicht mal gebrannt. Ja, der redet ja von Work-Life-Balance, Work-Life-Harmony und so einem Scheiß. Da denkst du, Junge, mach erst mal ein bisschen Alarm da draußen.
Da sagte einer meiner richtig geschätzten Mitarbeiter, mit dem bin ich in die USA geflogen, als er seine Lehre bestanden hat. Da habe ich gesagt, komm, du hast einen guten Job gemacht, ich will aus dir einen Vertriebler machen, ich will aus dir einen Consultant machen, Techniker bist du nicht, aber du kannst gut mit Leuten reden. Jetzt trainiere ich dich mal in einer Umgebung, in der du dich überhaupt nicht auskennst. Du sprichst nicht fließend Englisch, du warst noch nie in Amerika, ich fliege jetzt mit dir eine Woche nach New York und dann machen wir da mal ein paar Sachen. Ich zeige dir mal, wie man mit Leuten da redet und so weiter. Und das hat den 2 Tage gekostet. Ich habe gesagt, ich zahle alles. Da musste der 2 Tage drüber nachdenken, ob er das überhaupt machen sollte, mit mir nach New York zu fliegen. Dann haben wir das gemacht, war eine mega geile Woche, richtig, richtig gut. Das war die Woche, wo Schneesturm war. Da habe ich gesagt, jetzt fahren wir nach Washington. Da habe ich gesagt, mach mal die Route klar, such mal alles raus und so weiter. Das hat er auch alles organisiert. Ein Jahr später fährt er mit seinem Bruder nach New York. Ich sage, wieso fährst du schon wieder nach New York? Sagte, ich muss das meinem Bruder zeigen. Das heißt, ich habe mit nur einer Reise in seinem Kopf so viel verändert. Aber der Knackpunkt ist halt einfach, dass viele Leute nicht trauen, sich einfach mal auf den Weg zu machen und immer wieder Sachen in Frage stellen und immer an ihrer Einstellung zweifeln. Und das ist hier einfach der Knackpunkt, über den man nicht genug reden kann. Was ihr hier seht, ist ein Foto von Jim Thorpe. Jim Thorpe war 1912 für die Vereinigten Staaten zu den Olympischen Spielen geschickt worden und sollte dort an dem Lauf teilnehmen. Und morgens steht er auf und guckt vor seine Baracke, das waren ja früher nicht so Hotels, wie man die heute hat, guckt vor seine Baracke und stellt fest, die haben ihm die Schuhe geklaut. So, einer der besten Läufer der Welt steht morgens auf, hat keine Schuhe, nützt dir dann ja natürlich auch nichts. Jetzt hätte der natürlich sagen können, ja, so eine Scheiße, ich kann jetzt nichts machen, ich habe natürlich auch keine Ersatzschuhe und ich kann gar nichts dafür, das hat jemand anders gemacht und was kann ich denn dafür? Alle anderen haben die auch vor die Tür gestellt. Aber statt zu jammern, ist er einfach mal rumgegangen, ist durch diese ganze olympische Anlage marschiert, hat in den Mülleimern geguckt und hat 2 Schuhe gefunden, die so ungefähr passten. Der eine Schuh passte direkt, bei dem anderen musste er 2 Paar Socken drüber ziehen, damit er überhaupt am Fuß hält. Und dann hat der Mann an demselben Tag 2 Goldmedaillen gewonnen. Weil er einfach nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, man muss immer wieder einfach mal über sich hinauswachsen. Und erfolgreich wird nicht der, der erfolgreich geboren ist, sondern der, der Rückschläge meistert. Man muss manchmal einfach akzeptieren, dass es nicht sofort klappt, sondern man muss es einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Weil wenn mich heute Leute fragen, wie kannst du hier so frei die ganze Zeit sprechen und das Ganze? Naja, weil ich das 100 Mal gemacht habe. Bin nicht heute Morgen aufgewacht und habe überlegt, was könnte ich denn jetzt mal erzählen? Das, was ich erzähle, ist nicht immer 100% identisch. Das passt ja auch immer so ein bisschen oder versuche ich auf die Veranstaltung abzustimmen. Und am liebsten mache ich Rollenspiele, weil das auch für mich der spannendste Teil ist. Wenn Leute mir dann sagen, ich höre mal das vom Kunden und wir gehen da rein. Das mache ich jetzt nicht, weil das einfach hier zu viel Zeit kostet. Aber das muss man nicht vorbereiten. Dafür habe ich mich 40 Jahre vorbereitet. Aber der Knackpunkt ist halt einfach Training, Training, Training. Nur das, was wir ständig wiederholen, können wir uns merken. Und nur das, was wir uns merken können, können wir auch anwenden. Die Problematik ist, wenn Leute einmal auf so ein Vertriebstraining gehen, dann lernen die so 2, 3 Impulse kennen, vielleicht auch 4, 5, 6, je nachdem, wie intensiv das Training ist. Und dann sitzen die beim Kunden und während die dann da sitzen mit dem Herrn Harder, weil sein Gespräch, seinen Namen habe ich jetzt gerade parat, dann sitzen die im Gespräch und der redet und in dem Moment, wo der redet, denken die, an welches Tool sie sich erinnern und wie sie das im nächsten Moment in das Gespräch einbauen können. Dann wundern sie sich, dass das Gespräch nicht gut verläuft, weil vor lauter internem Dialog haben die keine Zeit mehr zuzuhören, was der Harder eigentlich erzählt. Und ich glaube, man muss das so hart trainieren, dass das wie Atmen funktioniert. Ich kann hier reden, ich kann ihn angucken, ich kann hier noch parallel was anderes machen, aber ich vergesse parallel nicht das Atmen. Und wenn ich so gut im Vertrieb werde, dann ist Verkauf nämlich kein Glücksfall mehr. Dann ist Erfolg planbar. Manchmal ist Verlernen wichtiger als Lernen. Wir wollen immer was Neues aufschnappen, wir wollen immer gucken, dass es weitergeht, wir wollen immer noch was dazulernen, wir wollen jetzt ein neues Tool kennenlernen, was ich heute Morgen aus diesen verschlüsselten Worten, die hier vorgetragen wurden, entnommen habe. Das heißt, jeder möchte immer gucken, dass er irgendwie was Neues aufschnappt, aber manchmal muss man auch mal prüfen, ist das Programm, was jemand anders hier ein paar Jahre vorher installiert hat, heute immer noch zielführend. In Deutschland zum Beispiel, wenn du aufwächst, dann lernst du so Sachen wie: Mach dich nicht so wichtig, lass auch mal die anderen reden, stell dich mal nicht so in den Vordergrund. Wenn du Speaker werden willst, ist das nicht so die Strategie, die dich weiterbringt. Das heißt also, abhängig von der Berufswahl muss man vielleicht prüfen, ob das Programm noch passt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass der Wert Wissen an sich dir Status verleiht. Dann hast du diese ganzen Titel, Professor, Doktor, sonst was und dann bist du total wichtig und dann lernst du noch mehr und dann sollst du Bücher lesen und dann musst du halt extrem viel Wissen aufsaugen in deinem Leben. Und weil du das ja von Kind auf vermittelt kriegst, dass Wissen an sich schon einen Wert hat und dich als Person auch in irgendeiner Form auszeichnet, passiert dann aus meiner Sicht Folgendes.
viele, die so vollgepackt mit Wissen sind, starten dann in so ein Kundengespräch und als allererstes bringen die ihr ganzes Wissen auf Kundensicht über. Das heißt, der Kunde sitzt da, hört davon zum ersten Mal und dann, bang, kriegt er diese ganze Ladung Wissen präsentiert. Und einige nicken schon, ja. Und dann ist es so, dann sitzt der Kunde da, bis zu einem gewissen Grad kann er dem Gespräch folgen und dann irgendwann driftet der weg. Und dieses Wegdriften merkt der ein oder andere Verkäufer und wird dann unsicher. Der denkt, scheiße, der glaubt mir nicht, der glaubt bestimmt, ich lüge. Und dann, anstatt zu sagen, Herr Kunde, entschuldigen Sie, dass ich Sie mit meiner Euphorie überrannt habe. Ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit diesem Thema und Sie sind wahrscheinlich ganz neu da drin. Es tut mir leid, dass ich da so forsch rangegangen bin. Dieser Prozess würde die Sache ja noch retten, aber das machen wir nicht. Sondern was wir machen ist, sobald wir merken, unser Gesprächspartner ist nicht mehr so ganz dabei und man sieht eventuell Zweifel, Unsicherheit, Unverständnis, dann schieben wir schnell die Beweise nach, warum alles das, was wir vorher erzählt haben, funktioniert. Wissen Sie, ich habe das Zertifikat und dann habe ich die Zertifizierung, da war ich hier auf der Prüfkommission, dann habe ich da noch einen Abschluss gemacht und dann war ich da und da und da. Und der Kunde, der denkt, der merkt gar keinen Unterschied, der denkt, nur Scheiße, das hört gar nicht mehr auf. Was muss ich tun, damit der geht? Und dann habe ich so Leute aus eurer Branche, die sagen, Semmelroth, wir brauchen Ihre Hilfe. Und dann sage ich, was ist Ihr Problem? Da sagt er, wir machen so einen Analysetermin, dann nehmen wir alles auf, was so für den Kunden relevant ist. Dann gehen wir in unser Büro, setzen uns an den Computer, machen eine professionelle Auswertung, machen so ein richtig cooles Präsentationsding und dann kriegen wir keinen zweiten Gesprächstermin. Und dann denke ich mir so, ja gut, da brauche ich keine Details, ich kann dir sagen, woran es liegt. Und dann erkläre ich denen das kurz, dann gucken die mich an und denken, scheiße, habe ich das noch nie gesehen. Ich glaube, dass man das ganz anders machen muss. Da gehen wir jetzt heute im Detail nicht drauf ein, das können wir an einer anderen Stelle mal besprechen. Aber der Knackpunkt ist einfach nur, Wissen an sich ist gut zu haben, besser ist es einfach für sich zu behalten und nur gezielt die Fragen zu beantworten, die überhaupt im Raum stehen. Weil stellt euch mal vor, ich wünsche das keinem von uns, aber stellt euch mal vor, auf dem Weg nach Hause jetzt hier heute oder morgen, passiert euch irgendwas und da kommt jetzt so ein Notarzt. Dann willst du ja jetzt nicht wissen, wo der studiert hat, ob der das schon mal gemacht hat, sondern alles, was du wissen musst, ist, du willst nur das Gefühl haben, der ist kompetent genug, das Problem in meinem Sinne zu lösen. Und daran sollte ich als Verkäufer nur arbeiten. Deshalb glaube ich halt, und das ist halt der Schwerpunkt auch in meinen Trainings, die Inhalte, das Fachwissen ist alles wunderbar, ja, das kann der Kunde sowieso nicht prüfen. Aber der Kunde kann eure Performance bewerten. Und die Performance im Gespräch entscheidet über eure Abschlussquote. Ich habe Kollegen, die sind mir technisch meilenweit überlegen. Trotzdem, egal ob der Kunde ein Angebot hat oder drei Angebote hat, am Schluss wird der Kunde bei mir. Warum? Weil er sagt, Semmelroth, endlich mal einer, den ich verstanden habe. Endlich mal einen, den ich mir vorstellen kann, auch nochmal kommen zu lassen, weil das Gespräch für mich nicht so mühsam war. Da wird ein bisschen gelacht, da wird ein bisschen rumgealbert, da reden wir über Kisten, ist genau wie früher zu Kinderzeiten, wo er gespielt hat. Und plötzlich sagt er, hey, das kommt mir bekannt vor, in dem Kontext bewege ich mich seit Jahren, Semmelroth ist cool. Und dann geht es ja einen Schritt weiter, dann fragst du den erstmal, warum bewerben sie sich bei uns als Kunde? Und dann irgendwann kommt ja der Moment im Gespräch, wo der Kunde dir seine Visitenkarte gibt. Irgendwann sagt er, hier haben sie meine Kontaktdaten. Und dann nehme ich die, sage vielen Dank. Ich sage, ich habe Ihnen keine Visitenkarte mitgebracht, weil ich bin nicht Ihr Ansprechpartner. Ich mache heute diesen Termin und wenn Sie irgendwann eine neue strategische Beratung machen, dann komme ich nochmal vorbei. Ich rufe Sie nicht zurück, ich lese Ihre E-Mails nicht, ich beantworte Ihre E-Mails nicht und ich spreche mit Ihnen auch nicht über Rechnungsreklamationen. Dafür beschäftige ich Leute. Ich bin nur dafür da, dass wir beide die Strategie für Ihr Unternehmen festlegen, damit Sie dann Zeit für Ihre Kunden haben und ich für meine. Ich mache nur solche Gespräche und sonst mache ich gar nichts mehr. Und deshalb bin ich auch so gut. Dann nickt er nochmal und dann weiß er Bescheid. Und dann ruft er mich auch nicht an und dann schickt er auch keine E-Mails. Ja, aber das führt dann halt auch in der Konsequenz dazu. Ich habe letztens im Büro angerufen. Ich sage immer, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Ja, wir haben den Kunden so und so gefeuert. Und das ist ein Kunde, der hat 30 Mitarbeiter. Ist jetzt doch für uns relativ viel, weil du machst ja permanent IT-Service. Und da sage ich, gut, gibt es was anderes? Da sagt er, willst du gar keine Details wissen? Ich so, nein, ich will nie Details wissen, weißt du doch. Das heißt, ich habe meinem Team dann auch die Kontrolle überlassen. Die müssen ja das Tagesgeschäft machen. Aber für mich ist wichtig, dass wenn ich hier stehe und gleich Pause habe, wir uns vielleicht untereinander unterhalten und ich da nicht am Computer irgendwelche Kunden-E-Mails beantworten muss oder was. Da habe ich einfach keine Lust zu. Wenn mir ein Kunde doch mal eine E-Mail schickt, drücke ich einfach nur auf Weiterleiten. Da gibt es einen festen Prozess. Dann ruft ein Mitarbeiter an, sagt, ich habe eine E-Mail in dem Postfach von Herrn Semmelroth gefunden. Der würde die gar nicht lesen. Damit die nicht untergeht, habe ich sie einfach mal angerufen. Schicken Sie die zukünftig einfach an mich. Wenn ich eine Frage an Herrn Semmelroth habe, kriege ich den schon. Aber Kunden-E-Mails bearbeitet der nicht. Das heißt, ich helfe Gewinnern mehr zu gewinnen. Ich glaube, wenn man sich auf das konzentriert, was das Wesentliche ist, da, wo ihr einfach besser seid als alle anderen, dann haben alle was davon. Ich glaube auch nicht, dass ein guter Vertriebler, der gut im Kontakt mit dem Kunden ist und so weiter, so viel Büroarbeit machen sollte. Dafür muss man Leute beschäftigen, die das machen.
Wenn ich beim Kunden war und habe diese Kisten da verkauft, dann setze ich mich ins Auto, mache eine Sprachnachricht und dann machen die alles andere. Ich gucke mir keine Zettel mehr an, ich mache nur Präsentationen, wenn es nochmal darum geht. Und wenn ich zum Kunden komme, lasse ich mich immer dafür bezahlen, damit der schon direkt weiß, dass das ja hier kein... Da sagt er, kommen Sie mal auf einen Kaffee vorbei. Da sagen die, Herr Semmeroth trinkt keinen Kaffee, aber Herr Semmeroth kommt gerne für eine strategische Beratung vorbei. Und das ist halt schön, wenn du da hinkommst und der Kunde hat schon mal 250 Euro investiert, nur um dich kennenzulernen. Weil in dem Moment, wo du eben dem Kunden signalisierst, ey, sorry, aber wir können nicht mit jedem sprechen, sie müssen sich bewerben, sie müssen im Vorfeld schon mal Geld bezahlen, also einen Auftrag unterschreiben und so weiter, dann weiß der auch, alles klar, da kommt einer, der spielt in einer anderen Liga und da würde ich gerne mitspielen. Nicht jeder, aber die, die da nicht hinwollen, die sind auch nicht bereit für Beratung zu bezahlen. Das ist aber mein Geschäft. Bei mir ist scheißegal, wo du die Kisten kaufst, vom Prinzip. Ich verdiene da auch noch mal das Geld drin, aber wir wollen den Service machen. Ich will Beratung machen, ich will Unternehmen entwickeln, ich will Leute größer machen, erfolgreicher machen, besser unterstützen. Und wenn der für Beratung nichts bezahlt, kann ich mit dem nicht arbeiten. Das muss von vornherein über alles gehen. Wenn ich mit dem über diese Kisten Klarheit gewonnen habe und der sagt, können Sie mir mal ein Angebot machen, sage ich, nee, aber ich kann Ihnen eine professionelle Projektplanung anbieten, kostet 1500 Euro, soll ich das machen? Dafür wollte ich nichts bezahlen. Sag ich, gut, wir können auch Ihre Planung nehmen. Sagte, ich kann die nicht machen. Ich sage, wenn wir so machen, kostet 1500 Euro, wie kommen wir jetzt zusammen? Aber dann ist es halt ein ganz anderer Prozess. Dann hast du unterm Strich überall mehr Profit und der Kunde weiß von vornherein, wie es funktioniert. In Deutschland ist es so, und ich vermute einfach mal, dass das in Dach ist. Ich mache jetzt immer ein bisschen mehr in der Schweiz und auch in Österreich war ich letztes Jahr sehr oft. Auch dieses Jahr sieht es ganz gut aus. Aber bei uns wird halt immer von Ausdauer, Ehrgeiz und Disziplin gesprochen. Das sind so die Schlüsselfaktoren im Leben. Aber mit einer bescheuerten Strategie bringt dir das nichts. Da muss auch noch eine Strategie hinter, die dich irgendwo befähigt, auch gute Ergebnisse zu erzielen. Und die Strategie sollte man sich aus meiner Sicht nicht zwingend selber überlegen, sondern jemanden fragen, der das schon mal gemacht hat. Ich habe irgendwann meine Mutter, mein Bruder, meine Frau, die haben alle gesagt, ich habe eine Macke. Ich habe irgendwann einen Speaker kennengelernt, der kriegt für so einen Vortrag hier 9.800 Euro plus Reisekosten. Und dann habe ich gesagt, wie kriege ich das hin? Da sagt er, kann ich dir erklären? Da habe ich gesagt, gut. Hat er mir 4.000 Euro für 4 Stunden Beratung berechnet. Von demselben Speaker habe ich vor 2 Wochen einen Auftrag gekriegt, habe ich für 40 Minuten Vortrag 12.600 Euro bekommen. Weil der Vorteil ist, wenn du mit jemandem im Beratungsgespräch sitzt, lernt er dich auch kennen. Danach sagt er, hör mal, kannst du mich da unterstützen? Ich habe das und das und das. Und dann sagt er, ich würde dir das Geld geben. Und das ist aus meiner Sicht noch so eine Message, die ich euch mitgeben möchte. Man kann immer mehr verdienen, wenn man mehr in sich selber investiert. Und das ist nicht die Aufgabe eurer Firma, eures Chefs, eures Teampartners oder wie eure Struktur aussieht. Das ist die Aufgabe, die jeden Einzelnen von euch selber angeht. Und das hört auch nicht auf, egal wie alt ihr seid. Jedes Mal kann man wieder was Neues für sich tun, weil am Ende geht es immer nur um euer Leben. Und wenn ihr im Kopf euch nicht als Angestellter oder Freelancer oder wie das hier alles heißt, das ist ja wie gesagt überall immer ein bisschen unterschiedlich, versteht, sondern als Geschäftsführer von der Hader war das, ne? Ja, von der Hader AG. Du bist jetzt der Vorstandsvorsitzende der Hader AG und dein größter Kunde ist aktuell die Procare. Die nehmen im Moment 100% deiner Ressourcen in Anspruch und es ist deine Aufgabe, dein Leistungsportfolio immer mehr zu steigern, damit Procare immer mehr Wertschöpfung mit dir generiert, weil das für beide von Vorteil ist. Aber am Ende des Tages arbeitest du nicht für Procare, sondern für dich und deine Dienstleistungen sind einfach nur für Procare von Nutzen. Und mit so einem Mindset im Kopf kann man ganz andere Ergebnisse erzielen, weil dann ist auch immer klar, wer ist für alles verantwortlich. Dann ist man auch weniger häufig krank, weil in seiner eigenen Firma macht dann keiner mehr die Arbeit. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, das war zum Beispiel ein großes Thema bei so Versicherern, mit denen ich in Deutschland gearbeitet habe, die haben immer so Leute, die machen das so als zweites Standbein und so weiter. Ich glaube, mit so einer zweiten Standbeinstrategie wird man nicht besonders erfolgreich. Weil erstens hast du dann keinen richtigen Fokus, weil machst du jetzt ein bisschen mehr auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Und der andere Knackpunkt ist auch, wenn du nicht Vollgas gibst, was soll da wirklich passieren? Plus die zwei Sachen gehen ja nicht zwingend immer in die gleiche Richtung. Deshalb glaube ich einfach, voller Einsatz ist letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Und in eurer Branche, wer um 14 Uhr noch Akku hat, ruft zu wenig Kunden an. Manchmal ist es aber so, ich verstehe das. Da weiß man natürlich nicht, wen könnte ich denn überhaupt anrufen. Ich habe 3 Tipps für euch. Ihr ruft die Leute an, die ihr kennt. Ihr ruft die Leute an, die ihr nicht kennt. Und ihr ruft die Leute an, die jemand kennt, die ihr kennt. Und dann habt ihr jeden Tag irgendwen, den ihr anrufen könnt. Und dann fragt ihr die einfach mal, ob die mal Interesse hätten an einem kurzen Beratungsgespräch. Dann sagst du, ich habe ein Konzept vorbereitet, was Ihnen erhebliche Rendite bringt. Ich brauche 20 Minuten, um Ihnen das vorzustellen. Wenn Sie danach nicht restlos begeistert sind, hören Sie nie wieder was von mir. Ist das ein faires Angebot? Bumm. Dann machst du einen Termin mit dem. Und keines dieser Gespräche dauert 20 Minuten, weil wenn du in dem Gespräch gut bist, der ist ja auch nicht blöd, der trägt ja nicht in seinen Outlook 20 Minuten ein.
Aber für 20 Minuten, Christian, eher ein Ja, als wenn du sagst, ich würde gerne mal für ein 2,5-stündiges Analysegespräch vorbeikommen, wofür Sie bitte alle Ihre Unterlagen vorbereiten, damit ich auch genau über Ihre Historie Bescheid weiß und auch Ihre sonstigen Pläne alle kenne. Denkt ihr, nee, komm, das ist mir schon kompliziert. Einfach von kleinem Commitment zu kleinem Commitment zu kleinem Commitment gehen. Denn am Ende ist es ja so, jeder von euch in der Ich-AG-Struktur, so wie ich es eben erklärt habe, habt ihr ja nur die Möglichkeit. Ihr macht mehr Geld mit mehr Neukunden, ihr macht mehr Geld, indem ihr eure Volumina für die Vertragsabschlüsse steigert oder ihr arbeitet mit den Bestandskunden und bietet denen einfach links und rechts von dem, was ihr denen ursprünglich mal angeboten habt, weitere Lösungsbausteine an. Auch hier fehlt mir zu dem aktuellen Zeitpunkt ein bisschen die Transparenz, was ihr da jetzt im Einzelnen alle macht. Ich weiß, ein paar von euch machen Krankenversicherungen, dann habe ich vermutlich heute Morgen was von Sach gehört. Da waren so Zahlen, die habe ich gesehen und dann kam eine Story dazu, da habe ich so zwei Worte gehört. Das erste habe ich nicht verstanden, ich habe vermutet, dass es Leben ist oder sowas ähnliches. Aber vom Prinzip her ist es eben so, daneben gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, die man platzieren könnte. Und hier sage ich zum Beispiel in vielen Branchen immer, ich würde mich gar nicht so sehr auf neue Kunden konzentrieren und gar nicht so sehr auf die Entwicklung der Bestandskunden, weil ich häufig ein personelles Problem habe. Ich habe einfach nicht genug Manpower, um diese ganzen zusätzlichen Geschäfte zu machen. Aber es ist derselbe Aufwand, einen Deal zu machen mit einem Monatsbeitrag von 200 Euro oder von 500 Euro. Ich muss nur ein bisschen besser verkaufen und den Kunden besser qualifizieren, dass er das auch zahlen kann. Das Schöne ist, wenn ich den Kunden gefunden habe, der das zahlen kann, der kennt die anderen, die das auch bezahlen können. Ich muss den nur so überzeugen, dass er mir die vorstellt. Ich muss also gar nicht jetzt wieder bei Null anfangen, sondern ich frage einfach nur, hören Sie mal, das hat mich so beeindruckt, das Gespräch mit Ihnen. Ich fand es einfach nicht nur inhaltlich spannend, sondern auch Sie als Person toll. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass Sie ein tolles Netzwerk haben. Können Sie mich da vielleicht mal dem einen oder anderen vorstellen? Und dann können wir ja auch vielleicht da zusammen hingehen. Und wenn ihr einen richtig guten Job macht, dann empfiehlt er euch weiter, weil der mit euch angeben will. Dann sagt er sowas, boah, hör mal, ich kenne hier so einen Hader, das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine, den musst du einfach mal erleben. So, fokussiere dich auf deine EPAs. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört? Einkommensproduzierende Aktivitäten. Was keine Kohle bringt, kann auch jemand anders machen. Herr Semmelroth, wenn ich Ihnen diese Projektplanung bezahle, werden wir das später verrechnen? Meistens sage ich dann sowas wie, das ist eine sehr lustige Frage. Lassen Sie uns das mal gerade mathematisch analysieren. Wenn ich die Projektplanung umsonst mache, habe ich null. Wenn ich die Projektplanung mache und am Schluss verrechne, habe ich auch null. Das heißt, wenn ich in beiden Fällen null habe, warum soll ich die ganze Arbeit machen? Dann merkt der Kunde, dass das eine bescheuerte Frage ist und dass wir das nicht weiter diskutieren müssen und fragt mich in der ganzen Zusammenarbeit nie wieder so dummes Zeug. Ja? Genau wie mich einer anruft, sagt, Herr Semmelroth, was kostet das, wenn ich einen Tag mit Ihnen arbeite? Sag ich einen Preis, da sagt er, das ist aber teuer. Können wir was am Preis machen? Ich sage, soll ich den Leuten beibringen, wie man Rabatte gibt oder hohe Preise durchsetzt? Da ich so mal hier schon mal anfangen, dass wir das einfach schon mal zusammen üben. Der Knackpunkt ist halt einfach abgeben, 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 weil ihr müsst halt einfach gucken, dass ihr euch den Rücken frei haltet. Wenn ihr mal auswertet, kritisch auswertet, 1, 2, 3 Wochen, was macht ihr wirklich aktiv im Verkauf und wie viel ist Administration, Selbstorganisation, Remotivation, alles, was man da so reinballern könnte? Und wenn man das weggeben würde, wie viel mehr Zeit hätte man, um wirklich auch da draußen Umsatz zu machen, dann kommt man einfach weiter. Ich habe das hier mal ein bisschen aufgeschlüsselt. Keine Sorge, das ist jetzt nicht 80-20-Regel, die jeder in der Grundschule lernt, sondern es ist so, 80-20-Regel heißt, 20% deiner Tätigkeiten bringen dir bereits 80% deines Umsatzes. So, also guckst du an, was machst du alles und dann hast du zum Beispiel, ja, dann hast du zum Beispiel so eine Übersicht. Du könntest jetzt in der Position, die ich jetzt bin, Angebote erstellen, Buchhaltung machen, Wareneinkauf und so weiter. Und dann guckst du dir das an und dann überlegst du dir davon, welche 20% sind der wirkliche Gamechanger. Aber wenn du die 80-20-Regel zweimal anwendest, dann hast du nachher Folgendes. Dann hast du nur noch 4% deiner Aufgaben, bringen dir bereits 64% deines Ergebnisses. Dann machst du nur noch das. Ich mache nur noch strategische Sachen, Verkaufsgespräche und Marketing und alles andere macht jemand anders.